Ja, vielen herzlichen Dank. Guten Tag. Wir haben heute mitzuteilen, dass sich 390 neue Infektionen in Hamburg zugetragen haben. Damit haben sich in den letzten Tagen insgesamt 2.776 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Entschuldigen Sie, die Inzidenz liegt damit bei 146,2, also immer noch auf einem viel zu hohen Niveau. Besonders in Pflegeeinrichtungen haben wir weiterhin damit zu tun, dass sich 659 Bewohnerinnen und Bewohner mit Corona infiziert haben und insgesamt 65 Einrichtungen von Corona-Infektionen betroffen sind. Somit haben wir in Hamburg eine Situation, in der sich seit Pandemie 41.356 Menschen infiziert haben. Davon gelten laut Robert-Koch-Institut-Standard inzwischen 31.700 als genesen. Was Sie ja alle sehr interessiert, und das will ich gerne heute auch beitragen, ist die Zahl der Impfungen, die gegenwärtig erfolgt ist. Und es handelt sich um einschließlich gestern 14.150 erfolgte Impfungen. Sie sehen hier nochmal eine Folie mit der Altersverteilung bei den Neuinfektionen und neben der ja tatsächlich sehr schwierigen Situation der Infizierten im hohen Lebensalter, die ja auch ein hohes Risiko haben für einen schweren Verlauf, stellen wir aber auch fest, dass insbesondere auch bei den jüngeren Altersgruppen wir eine hohe Zahl von Infizierten haben, nämlich auch über 500 im Vorwochenzeitraum. Ja, einmal weitergehen. In den Krankenhäusern hatten wir Stand gestern 571 stationäre Fälle. Wir haben auch weiterhin eine zwar stabil, aber trotzdem zu hohe Anzahl von Menschen, die intensivmedizinisch betreut werden müssen. Und wir leisten mit tatsächlich auch weiterhin einem gewissen Anteil stationärer Versorgung für andere Bundesländer auch weiter in einem hohen Umfang einen wichtigen Beitrag hier für die gesamte Region. Zu den Schutzimpfungen habe ich eben schon was gesagt. Sie sehen, dass das jetzt stetig anwächst und ich will mal beispielhaft sagen, für die Debatte, die gegenwärtig ja auch läuft im ganzen Land, wir haben Stand heute die Hälfte der möglichen Impfdosen der Lieferungen, die uns zugegangen waren, verbraucht. Wäre uns nicht am Freitag eine weitere Lieferung zugegangen, könnten wir zum Beispiel in dieser Woche keine Erstimpfung mehr machen, weil wir die erforderlichen Dosen für die Zweitimpfung immer zurückstellen. Das bedeutet aber auch, dass wenn wir in dem Tempo weiter impfen, und das wollen wir gerne tun, und Sie haben ja auch gehört, dass die Ministerpräsidentenkonferenz beschlossen hat, dass wir mit Schwerpunkt Pflegeheime ganz besonders umfangreiche Impfangebote machen sollen, was ja auch geboten ist angesichts des hohen Risikos einer schweren Erkrankung für die Menschen, die dort leben, dass wir in die Situation kommen, dass wir weiterhin zwar die Hälfte aller Impfdosen zurückstellen, dass wir aber in weiter fortschreitenden Kalenderwochen tatsächlich nicht mehr in der Lage sind, Vorräte für Lieferausfälle zu bilden. Das heißt, es kann in einigen Wochen dann mal passieren, sollte eine Lieferung ausfallen, dass wir uns auf die Zweitimpfung konzentrieren und weniger Erstimpfung, als wir uns das wünschen, vornehmen können. In der Situation sind wir aber nicht, sondern unser Wunsch ist gegenwärtig weiterhin auch die Zahl der Erstimpfung auf einem stabilen Niveau weiterzuführen. Am Sonntag kommen übrigens die ersten Geimpften in der Stadt zum ersten Mal in die Situation, ihre Zweitimpfung erhalten zu können. Dann sind 3 Wochen zur ersten Impfung vergangen. Dieses vielleicht dazu. Noch in dieser Woche werden Hamburgerinnen und Hamburger, die über 80 Jahre alt sind, einen Brief von der Sozialbehörde bekommen, in dem sie nochmal auf das Impfangebot aufmerksam gemacht werden. Es wird darin stehen, wie man zu einem Impftermin kommt. Es wird aber auch darauf aufmerksam gemacht, dass wir bei der gegenwärtigen Anzahl der Impfdosen natürlich alle miteinander noch eine Weile Geduld haben müssen, bis wir allen Impfberechtigten ein Angebot machen können, sodass ich
nur bitten kann. Setzen Sie sich mit diesem Schreiben auseinander. Schauen Sie, ob das Thema Corona-Impfung etwas für Sie ist. Nutzen Sie dann die dort aufgezeigten Kontaktwege. Versuchen Sie es aber auch 2-3 Mal. Wir werden speziell für diese Zielgruppe im Impfzentrum in dieser Woche auch noch weitere Termine zur Verfügung stellen, sodass Sie auch in die Situation kommen, einen Termin zu buchen. Es wird aber nicht für alle gleich sofort gehen. Man braucht ein bisschen Geduld. Dies zum Corona-Briefing vielleicht.